Ja, Leute, herzlich willkommen zum neuen Video bei HNX Angeln. Lange ist es her, im Januar habe ich das letzte Video hochgeladen. Ich habe das Ganze ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich habe nicht gewusst, soll ich Videos machen, soll ich keine Videos machen. Eigentlich macht es mir Spaß, aber ich habe einfach seit Januar auch bis letzte Woche nichts gefangen. Ich war zwar angeln, aber hat nichts gefangen. Und was soll ich euch da zeigen? Ich meine, der Angelknoten bleibt irgendwie immer der gleiche, meine Angel bleibt auch irgendwie die gleiche und es ist echt schwierig. Da habe ich mir gesagt, ey, was soll der Scheiß? Ich fange im Frühling, mache ich weiter. Jetzt ziehe ich das Ding aber richtig durch und werde schauen, dass ich die Kamera immer dabei habe. Ja, was mache ich heute? Ich bin heute auf Wels Ansitz unterwegs. Zwei Taubenbinden drauf. Eine Montage zeige ich euch gleich. Und meine Taktik würde ich, das heißt meine Taktik, mein Plan, den ich habe, der hier schon öfters funktioniert hat, mit Aufwärts, zeige ich nachher auch mal. Ja, ansonsten, wie gesagt, letzte Woche war ich angeln, an zwei Tagen. Und was ich da einmal gefangen habe, dann versteht ihr auch, warum ich auf Wels unterwegs bin und heiß bin, zeige ich jetzt. Mega Kaliber, das war im Altarm. Hätte ich nicht gedacht, dass im Altarm das Ding hat 1,90 Meter gehabt. So rum hat er gehabt, 1,90 Meter. Ich konnte ihn nicht messen. ich habe ihn nicht gemessen. Aber so meine Körpergröße, ich bin so an die 2 Meter und er war schon ziemlich meine Körpergröße. Sehen wir auf dem Bild. Ja, einen Tag später war ich natürlich heiß wie Frittenfett und bin dann mal los, die soll in die Forelle gehen und dann ist das hier eingestiegen. Die ist knallhart auf den Wobbler drauf geschossen. Geiler Drill, geiler Fisch, Schonzeit. Eigentlich quick released, aber ein Foto konnte ich mir nicht verkneifen. Okay, also dann zeige ich euch mal, was ich hier so treibe heute und wäre cool, wenn ihr dran bleibt. Bis später. Also Leute, dann komme ich mal zu meiner Montage. Moment mal, ich stelle mich mal ein bisschen richtig hin. So. Ist eigentlich ganz simpel. Ja, ich habe die Hauptschnur, dann habe ich... Moment, ich zeige es euch mal. Ich habe eine Hauptschnur. So, jetzt mal trotz. Ich habe auch nicht viel dabei. Also. Ich muss immer mal wieder ein bisschen dann umgucken, weil da stehen die Rute, das zeige ich euch ja gleich auch mal. Also, Siebum, ganz normal Hauptschnur, das könnt ihr hier einfädeln. Da habt ihr hier so zwei Haken, da geht ihr da unten rein. Und dann läuft die Schnur hier oben durch, müsst ihr nichts einfädeln und gar nichts. Tipptopp. Auf der linken Rute, das zeige ich euch nachher auch. Von mir aus die linke Rute, da habe ich 300 Gramm drauf, weil ich möchte da, ich bin hier mit am Fahrradweg, weil ich da in der Strömung liege, in der Strömungsfahne, wie gesagt, und der eine liegt ein bisschen mittendrin, der ist ein bisschen beruhigter und da habe ich 250 drauf. Also Lirum Larum, ja. Siebum, durchfädeln, dann kommt eine Gummiperle zum Knotenschutz. Das war nichts. Und dann kommt, habe ich einen stinknormalen Wirbeltraktor. Boah, lass mich liegen. 60 Kilo, glaube ich. Das langt hier für den Necker absolut aus. Ja. Knoten dran. So, jetzt kommt mein Vorfach. Ich angle gern mit Geflecht. Da scheint sich auch die Geister, das könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Also ich arbeite gern mit Geflecht. Hab bis jetzt da auch immer gute Erfahrungen mitgemacht. Also, das sehen wir das Ganze nochmal von nahe. So sieht die ganze Geschichte aus. Schlaufenknoten, eine Schlaufe ran.
eingehängt in der Karabiner. Das ganze Ding ist 1,20 Meter lang ungefähr. So, jetzt kommt von Madcat die Propeller-U-Pose. Ihr seht das hier schon. Die ist noch von letztem Jahr ziemlich ramponiert. Ey, die gehen da drauf. Das ist unglaublich. Also hier habe ich einen XXL-Posenstopper drauf gemacht. Seht ihr denn? Eine Glasperle, damit sich die Unterwasserpose dreht. Ja, immer ein bisschen Abstand lassen. Und dann kann die das super geil in der Strömung sich entfalten und da Verwirrung schaffen. Hat es bis jetzt echt gebracht. Letztes Jahr habe ich es noch simpler gemacht wie dieses Jahr. Das wollte ich dieses Jahr ändern. Ich habe immer nur ein Drilling drauf gemacht. Ja. Wurmbündel drauf, Drilling drauf und dann raus. Hatte ich ein paar Fehlbisse. Jetzt habe ich mir einen Striker von Zeck noch drunten dran gemacht als Ghost Hook. Wartet mal, so sieht die Geschichte aus. Könnte man für einen eventuell kleineren Köderfisch auch nehmen. Aber ich möchte jetzt nicht mit Köderfisch angeln, weil wir bis zum 15. Mai, also bis Montag, schon Zeit haben mit Hecht und Zander. Und wenn ich möchte, dass da einer draufballert. Von daher lassen wir das mal lieber machen, Wurmbündel. Damit habe ich sowieso, da schwöre ich drauf, sowieso bessere Erfahrung gemacht. Also, die Idee ist folgende. Ich bestücke das hier mit Wurmbündel, je nachdem, 2 oder 3 pro Hakenflunke. Dann hängt das hier schön runter. Dann mache ich hier noch 3 bis 4 Stück drauf und dann habe ich ein zartes Bündel. Und wenn er da drauf beißt, dann hängt er eigentlich. Genau. Hier habe ich noch ein bisschen einen Knotenschutz, dass der nicht aufgeht. Ganz normale Wickelknoten. Und das war die Geschichte eigentlich schon. Und dann fliegt die ganze Story raus. Und dann harren wieder Dinge und warten, was passiert. Ganz einfach. Ganz einfach. Okay, also dann. So viel zu meiner Montage, zu den Ködern. Komm ich nachher. Okay? Bleib dran. Ja, Leute, komme ich mal zu meinen Ködern. Hopp, 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 hopp. Da hat's gerade gebimmelt. Oder hat's so im Kopf gebimmelt? Ja, egal. Da muss eh nicht hier abgehen. Also, wie gesagt, komme ich mal zu meinen Ködern. Was habe ich drauf? Taubwurmbündel habe ich drauf, habe ich ja schon gesagt. Da habe ich die besten Erfahrungen hier gemacht bei uns. Ja, wie ich jetzt einen Taubwurm draufziehe, das muss ich euch ja nicht sagen. Ich fädel die nicht auf im Drilling und bei dem Einzelhaken, bei dem Ghost Hook auch nicht. Ich stupse sie einmal durch, schlage sie Oberschutz nochmal drüber und je nachdem so 2, 3 pro Flunke mache ich drauf. Und was ich heute mal gemacht habe, ist von Spro, die Smellgator. Mal drauf gemacht, das stimmt, Leute, kann ich euch sagen, wie die Sau. Das ist das Smellgel Crawfish. Mal gucken, vielleicht hilft es ja ein bisschen was. Ansonsten, ein bisschen rumgebimmelt, hat es schon ein bisschen. Guck mal, was geht. Bleibt dran. Ja, Leute, Moment, ist das Mikro drin? Jawohl. Ja, Leute, jetzt nehme ich euch mal mit. Ich muss euch ein bisschen kippen, damit ihr es seht. Jetzt zeige ich euch mal, was hier bei uns so los ist. Also hier kommt der Bach rein. Ja. Er kommt dann hier raus und trifft dann hier auf den großen Wasserkörper. So. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass hier, wie muss ich das machen? So, dass hier drin, da liegt die eine Rute. Da wo der Turm ist, sich im Wasserspiegel, da liegt die eine Rute. Da ist am wenigsten Strömung und da ziehen die Waller hier hoch und da rein. Und da fressen sie. Und da habe ich bis jetzt die meisten Bisse gehabt. Dann haben wir hier so ein Becken, ähnlich, bevor es dann auf den großen Neckar trifft. So, die andere Rute, steht die erste. Die zweite, jetzt müssen wir schauen, wie wir das hier am besten machen. Die andere Route, die liegt genau hier drin, in der Mitte. Da sind überall so Kehrströmungen. Und das sieht doch geil aus da. Da unten Kehrströmungen, so Verwirbelungen. Und da stehen die Köder mit den Unterwasserposen drin und arbeiten schön und geben da gut Widerstand und wirbeln das Wasser gut auf. Und da müsste eigentlich heute was gehen. Wassertrübung ist perfekt. Kann man gar nichts sagen.
Sind wir mal gespannt. Jetzt ist 10 nach 6. Das müsste heute. Nein. Müsste, muss gar nichts. Müsste tut gar nichts, aber mal schauen wir mal. Vielleicht geht ja was. Okay? Bleibt dran. Leute, wie ich es fast geahnt hätte. Schneiderei. Also gut, das Ende der Session steht an und oder besser gesagt, das Ende der Weltsession ist gekommen. Hört sich besser an. Ja, ich halbe Stunde dann packe ich ein, wenn noch ein Fisch kommen sollte, seid ihr dabei. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es wenigstens ein bisschen gefallen, aber wenn kein Fisch da ist, aber. Ich drehe jetzt einfach mal Videos ab und dann schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt, okay? Einen schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal. Ciao.